Theresa, wir stehen hier am Dachsteingletscher. Die finale Phase der Saisonvorbereitung hat begonnen. Läuft es sich ein bisschen leichter als Olympiamedaillengewinnerin? Das auf alle Fälle. Ich habe schon eine schwierige Vorbereitung hinter mir, aber durch die letzte Saison ist es mir doch ein bisschen leichter gefallen. Ich habe eine Verletzung gehabt, bin erst später ins Training eingestiegen und ja, ist aber dann gut verheilt, alles gut verlaufen und freue mich, dass wir jetzt schon auf Schnee sind. Wie weit bist du in deiner Vorbereitung? Bist du wieder bei 100% von dem, was du eigentlich oder wo du eigentlich jetzt stehen wolltest? Sicher war es ja, anders, ist anders gekommen als geplant. Ich habe doch ganze 2 Monate verloren habe, weil ich einen Haarriss im Schienbein gehabt habe, habe mit den Beinen gar nichts machen können. Also da verlierst du ja einfach Muskulaturspannung. Ich habe schon trainieren können, aber halt keine Reize setzen. Also ich habe erhaltend so quasi machen können, aber war viel im Wasser. Also sicher merke ich das teilweise noch. Habe aber gut trainieren können jetzt, fühle mich gut. Es ist nur ein bisschen hin zum Winter. Bin jetzt sicher noch nicht in der Topform. Und ja. Jetzt war unser letztes Interview ziemlich genau vor einem Jahr. Damals warst du noch ein bisschen verhalten mit deinen ja, Vorstellungen, was Olympia betrifft. Dann kam der 5. Februar, Skiathlon. Dein erstes Rennen, gleich Bronzemedaille gemacht. Ja, wie überraschend kam dieser Erfolg da für dich? Ja, das war ein Wahnsinn. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da zurückdenke. Gerade weil ich damals ja auch die letzten Wochen vor Olympia oder die letzten 2 Wochen direkt, oder die letzte Woche eigentlich vor dem Abflug war ja auch schwierig bei mir, beim positiven Corona-Test abgeben, wo ich dann aber am nächsten Tag schon wieder negativ war, habe aber nicht fliegen dürfen mit dem Charter, habe warten müssen, bin ja erst spät angereist, war mental nicht einfach, gerade wenn du weißt, jetzt steht das Highlight vor der Tür und du weißt gar nicht, ob du starten kannst und ob du in China überlebst, ob du negativ bleibst. Und ja, war dann mega einfach. Also der 5. Februar bin ich gar nicht, also mit einem ganz anderen Gefühl abgestanden in der Früh, weil man dachte, das Kind war jetzt ein bisschen früh, ich bin noch voll im Jetlag und war gar nicht so auf Rennenlaufen eingestellt. Das war vielleicht doch ja, auf der einen Seite gut, dann habe ich nicht so viele Gedanken verschwendet und mir keinen Druck auferlegt und habe dann beim Rennen einfach ein super Gefühl gehabt, ein super, super Materialer und ja, bin voll happy, dass das so verlaufen ist. Dann spricht man ja im Nachhinein meistens von der Medaille, aber ihr seid ja noch Sechster zusammen mit der Lisa Unterweger im Teamsprint geworden. Wie wichtig waren die Erfolge für den österreichischen Skilanglauf? Also wir haben uns, glaube ich, also die ganze Mannschaft hat sich dort in China sehr gut präsentiert, auch die Jungs mit dem 10. Platz im Teamsprint, Mika van Meulen, 16. im Einzel. Also, wir sind eine kleine Nation oder eine kleine Langlaufnation. Wir haben auch wenig Nachwuchs und für das haben wir uns da wirklich sehr gut präsentiert. Wir hoffen natürlich, dass das in der kommenden Saison gleich ist. Jetzt hast du den Nachwuchs angesprochen. Seit diesem Frühjahr ist der Langlauf wieder vollständig im ÖSV integriert. Wie wichtig ist das gerade für den Nachwuchs auch? Ja, es ist auf alle Fälle sehr motivierend für den Nachwuchs. Also, ich weiß nicht, wie das bei mir war. Ich bin mit 15 Jahren in den ÖSV gekommen und das war ja eine Riesenehre, die erste Einkleidung zu bekommen, die ersten Trainingskurse zu fahren und ja, gemeinsam da mit den besten Athleten vom Land trainieren zu können. Und da bin ich schon sehr, oder wir alle sind sehr froh und dankbar, dass wir wieder voll im ÖSV integriert sind. Jetzt schreiben wir das Jahr 1 nach Johaug. Wir alle oder die Experten gehen davon aus, dass die Rennen bei den Damen ganz anders verlaufen werden. Wie ist das bei einer Athletin? Denkt ihr da auch dran? Und habt ihr vielleicht eine ganz andere Vorbereitung dann auch gewählt diesbezüglich? Man muss ja vielleicht auch vielleicht mehr sprinten jetzt. Ja, also nur weil die Johaug nicht mehr da ist, heißt nicht, dass keine Konkurrenz da ist. Also es sind so viele gute Damen und es wird trotzdem wieder ein harter Winter. Ich kann mir vorstellen, dass die Massenstartrennen spannender werden. Wir haben es ja schon mal erlebt, 2 Jahre lang. Aber es wird dementsprechend spannend, weil ja die Distanzen anders sind. Also es ist schon ein sehr hartes Programm, bis inklusive nach der Tour. Dann ist ja mal ein bisschen eine Pause. Muss man mal schauen, wie jeder die Saisonplanung so anlegt und wie jeder diese 20-Kilometer-Rennen verkraftet. Also da bin ich schon gespannt. Nun folgt direkt nach der Olympiasaison die WM-Saison. Was hast du dir vorgenommen für Planitzer, für die Weltmeisterschaften? Ja, im Planitzer möchte ich natürlich schon vorne mitlaufen und um Medaillen kämpfen. Das ist ja schon sehr nah an meiner Heimat. Es werden ganz viele von daheim zuschauen kommen, die haben schon ein Quartier gebucht und da freue ich mich schon drauf. Und ja, aber es ist noch ein weiter Weg hin. Es ist doch sehr spät in der Saison. Muss schauen, wie ich in die Saison reinstarte, wie es mir geht, wie die Ergebnisse sind und dann sehen wir, wie es dann vor Ort ist. Nun ist der 30er klassisch Massenstart, aber der Skiathlon eigentlich der Wettbewerb, sage ich mal, wo du die letzten Jahre die besseren Ergebnisse eingefahren hast.
ist schwierig, oder? Da den Lieblingswettkampf rauszuwählen oder den Hauptwettkampf. Ja, also beide. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, weil der 30er Klassisch ist schon, wie du schon gesagt hast, ein Lieblingsbewerb von mir, aber im Skiathlon habe ich auch meine besten Ergebnisse erzielt und möchte natürlich bei beiden Rennen vorne mitlaufen. Wir drücken die Daumen, gute Vorbereitung noch und dann sehen wir uns im Winter. Danke dir. Danke.